Hallo zusammen, es ist wieder Zeit für einen Kuchen. Und diesmal habe ich mir einen ausgedacht. Ich habe alles zusammengepackt, was ich gerne mag, und habe daraus einen Kuchen kreiert. Er ist fruchtig, er ist sahnig, er hat ein bisschen Crunch und er ist total lecker. Meine Familie und meine Bekannten und Freunde fanden ihn so toll, dass sie gesagt haben, den musst du uns zeigen. Und das mache ich jetzt. Kommt mal mit. Das sind meine Zutaten für den Kuchen. Ich weiß, es ist ganz schön viel. Ich brauche Sahne, Sahnesteig, Vanillezucker, Marzipan, die Äpfel, Rosinen, Mandeln, einen Tortenguss. Das ist jetzt Frischkäse, Mascarpone könnt ihr aber auch nehmen. Dann habe ich noch Zucker, Eier, Mehl und Speisestärke, Backpulver und nochmal Vanillezucker. So, und jetzt zeige ich euch, wie ich den Kuchen mache. Als erstes machen wir den Boden für den Kuchen. Ich nehme die beiden Eier. Und schlagen die mit dem Zucker wieder schaumig. Jetzt ist es weißlich geworden und es ist fertig. Schaumig ist es auch, wie ihr seht. So, jetzt kommt die Speisestärke und das Mehl habe ich hier drin. Das kommt dazu. Und Backpulver. Da brauchen wir einen gestrichenen Teelöffel. Und das heben wir jetzt einmal kurz runter. Und jetzt kommt es in die Form. Ich habe wieder ein Backpapier drunter gemacht und da einmal einfüllen. Einmal in alle Ritzen laufen lassen. So. Und jetzt kommt es im Backofen. Der Boden ist fertig, jetzt muss er abkühlen. Wenn ihr wieder ein bisschen drauf drückt, hört ihr dieses schwammige Geräusch, dann ist er fertig. Weiter geht's mit den Äpfeln. Die Äpfel einmal schälen und in kleine Stücke schneiden. Da gebe ich jetzt Wasser zu. Eine Handvoll Rosinen. Ja, immer zwei. Zimt. Das soll ein Teelöffel werden. Gerne auch mehr, wenn ihr mögt. Und Zucker. Und das stelle ich jetzt auf den Herd und das köchelt ein bisschen vor sich hin. Es darf nicht ganz weich werden, aber so ein bisschen angekocht. Und eine Tüte Vanillezucker. Habe ich vergessen. Aber jetzt auf den Herd. So, ich habe es einmal umgerührt. Jetzt mache ich einen Deckel drauf und dann koche ich das so 5 Minuten, denke ich. Dann sind sie so ein bisschen angegangen, die Äpfel. Während der Apfel stückig vor sich hin kocht, schlage ich gerade einmal den Frischkäse auf. Hier gebe ich jetzt keinen Zucker zu, weil die Apfelmasse schon recht süß ist. Und diese Masse kommt jetzt auf den Tortenboden sozusagen. Mal ein bisschen verteilen.
Jetzt ist alles verteilt. Jetzt mache ich einen Tortenring rundherum. So sieht mein stückiges Apfelkompott, sage ich mal, dazu aus. Soll noch ein bisschen stückig auch sein, damit man noch so ein bisschen Biss hat. Je nachdem, was für einen Apfel ihr nehmt, verfällt es mehr oder weniger. Aber so soll es ungefähr aussehen. Ich habe den Tortenguss einmal in so einer kleinen Tasse angerührt. Mit Wasser einfach nur. Und jetzt kommt das in die Apfelmischung. Und einmal kurz aufkochen lassen. Jetzt lasse ich das ein bisschen abkühlen. So 5 Minuten. Und dann kommt das auf den Kuchen. Jetzt gebe ich die Mandeln in eine Bratpfanne. Und da kommt ein bisschen Zucker dazu. Und die röste ich ein bisschen an. Das ist ein bisschen so wie gebrannte Mandeln machen. So sollten sie aussehen. So, und damit sie gleich auch schön glänzen, wenn wir die auf den Kuchen legen, gebe ich jetzt noch einen Stich Butter dazu. Stellt jetzt nicht mehr auf den Herd, sonst werden sie mir zu dunkel. Und das schütte ich jetzt auf einen Teller zum Abkühlen. Die Apfelmasse ist abgekühlt, jedenfalls ein bisschen. Und die gebe ich jetzt einfach auf den Boden. Schön verteilen. Und wenn es nicht mehr dampft, dann stelle ich den für 1-2 Stunden in den Kühlschrank. Man kann das auch über Nacht machen. So, jetzt noch einmal Marzipan. Für die Freunde des Marzipans einmal ein bisschen grob raspeln. Man muss aber kein Marzipan drauflegen. Das schmeckt auch so lecker. So, das reicht schon. Und das kommt dann auf die Apfelmasse. Ich habe es jetzt diesmal euch nicht gezeigt, da ich einen Gast habe, der kein Marzipan verträgt. Also habe ich es runtergelassen. Jetzt noch Sahne schlagen. Mit Vanillezucker und Sahnesteig. So, die Sahne ist fest. Jetzt hole ich mir meinen Kuchen wieder zurück aus dem Kühlschrank. Da kommt jetzt die Sahne drauf. Und jetzt mache ich den Tortenring ab. Jetzt schneide ich den Kuchen. Nein, ich habe nicht die Mandeln vergessen. Ich schneide erst den Kuchen. Man kann diesen Kuchen auch gut vorbereiten. Nur noch die Sahne und die Mandeln an dem Tag drauf tun, wenn die Gäste kommen. Und jetzt kommen meine Mandeln da drauf. Das duftet herrlich. Und der schmeckt mein Wintertraum.
Sieht der nicht lecker aus? Die Mandeln gebe ich erst kurz, bevor die Gäste kommen, auf den Kuchen, damit sie noch richtig schön knacken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist mein Kuchen. Schaltet wieder rein, wenn es heißt, einfach lecker mit Claudia. Ich würde mich freuen. Bis bald. Ach ja, das Rezept ist wie immer unter dem Video.